So Leute, wir werden anscheinend jetzt hier verhört. Okay. Kinder, als Danny geht's noch gut. Okay, gut. You want coffee? Boah, ja, jetzt nicht. Okay, wenn du willst. Ich brauch keinen Kaffee. Boah, bring dir mir einen Kaffee. Okay. Shit. Is it morning already? Okay, Alter, waren wir die ganze Nacht hier. Für mehrere Tage. Okay, wir werden wieder bewacht. Okay. Okay, Leute, wie machen wir das? Sollte ich versuchen. Okay, ich glaube. Die einzige Option, Leute. Versuchen wir einen. Of course not. Okay, ein Versuch ist wert. Raus. Kann ich irgendwie versuchen aufzustehen? Okay, meine Tasche ist leer. Okay, ich hoffe, die kümmern sich gut um Daniel. So tired of all this shit. Ja. Ja, auch können wir nicht endlich ein ruhiges Leben haben. Alter, ich versuche hier gleich abzuhauen. Dann packe hier gleich meine Sachen und mach zack, zack, weg da. Okay, Leute. Wenn nur Geräusche. Warte. Ich glaube, diese orangehaarige schreit schon wieder rum. Sie meint irgendwie, dass jemand die Tür aufmacht. Alter. Hallo? Ja, das will ich auch gerne wissen. Ja. Irgendwie müssen wir hier rauskommen. Kann jetzt endlich mal wieder was passieren? Ei, gut. So, Pokerface. Leute, wir müssen das Pokerface aktivieren. There you go. Wir wissen von gar nicht. Looks like you need it. Thanks. So, danke. Alright. Let's see. Was? Okay, wir drinken. Okay. Safe haben die Leute mal schauen, ob die noch irgendwas reingemischt haben. Seriously? Was? Yeah. No. Coffee's gonna make me feel so much better. Okay, Leute, gucken wir mal bewusstlos umfallen. So. Kampel. Was ist? Hope Daniel doesn't freak out in here. Jeez. So, was? That's quite a crime spree. Junge, wir waren nicht. It's hard to believe what kids can do nowadays. Was? Du? Killing that officer in Seattle. Haben wir nicht. Assaulting a gas station clerk. Der hat uns angegriffen, wir haben uns verteidigt. Another weird explosion at a pot farm in California. Then you join a religious commune in Nevada. Oh. Which ends up burnt to the ground. Wir haben uns nicht angeschlossen, wir haben die einfach nur abgefangen und die Explosion. Ja, das war dieser Typ nicht. But not all that. Ja. Dann machen wir mal einen auf Abwehren. Whatever. Keep your teenage crisis for Agent Flores. She's on her way. Was will jetzt ein anderer noch? Who took responsibility for the church fire? Ja. She says a lot. Leute, wir machen mal ein bisschen so abweisen. Don't drag her into this, okay? She's a good person. Hey. Ja. It's not up to me, kid. Listen. I feel sorry for you. I really do. But denying what you did will only make things worse. It wasn't my fault. Soll ich nicht unsere Schuld. Was try to survive. Yeah. Yeah. I guess you did. You know, I read the report. You claim that Officer Matthews' death was an accident. So why didn't you wait for the police? No one would have believed what happened. We didn't either. Well, it's too late now. Your case is filled to the brim with evidence. Was für Beweise? Ihr habt gar nicht. Your brother's too young to be prosecuted. Ah, oh, zum Glück. He'll end up with your grandparents, if they want him.
Natürlich wollen die ihn. Facing a shitload of years between bars. At least he'll get a life. Hauptsache, Daniel geht's gut. Oh oh, oh oh. Kriegt wieder Daniel einen Ausraster? What I don't get is how two kids can destroy so much stuff. Ja, wenn Daniel telekinetische Fähigkeiten hat. Something blew up. Seriously. Wüsstest du mir gerne, zufällige Unfälle sind super böse. Wir sind super böse. Just random accidents. Ja, wir sind ein bisschen gegen den T-Kommandant als Buch gemacht. Can't explain it. Listen. Was? Once is an accident. Twice is luck. Three times is enemy action. Die Logik von den Typen. Im Deutschen steht Pech, aber er sagt in Englisch dritte Mal ist Glück. Was ist das für eine Übersetzung? Oh oh, Daniel, Alter. Sean, yo, was geht bei dem Junge ab? Ja, was geht bei seinem Klamotten? Feel? I'm okay, just a little headache. Hold on. Alter, Daniel. Junge, wie viel Verbrechen kriegen wir da noch auf den Nacken? Hold up. Is he okay? I wanted to rescue you. Junge, nicht zu doll. He's okay. Don't worry. Gut. Zum Glück hat er nicht mit dem Schuss in Gedärm gewettet. Okay, zack, Leute. Können wir die irgendwie freilassen? Alter. Shall we try to make peace with these morons? Well, ganz sicher nicht. Carla und Diego. Denn Daniel, kannst du nicht das hier irgendwie aufmachen? Okay, nein, Leute. Können wir. Ich möchte die beiden rauslassen. Wir möchten doch noch flüchten. Okay, Leute. Hier sind die anderen. Was? Okay, die Kameras sind kaputt. Die sehen jetzt nicht, was passiert. Frage ich, haben die Kameras direkt gesehen, was passiert ist? Okay. Okay, er lebt noch. Er bewegt sich gut, er lebt noch. Okay, hands up! Shit! Don't shoot! Hands up! Do not move! Leute! Sean! Stay back, Daniel! Ja, Daniel! Zurück durch die Tür! Let me think! What do I do? Quick! Okay, wir können die Duel ablenken, für... They're dangerous! Ich würde sagen, wir nehmen den, Stuhl! Mit dem Stuhl! Do something! Fuck! Leute. Aus dem Polizeirevier flüchten, ja? Ja, spinnt. Throw that lock. So, pass. Ah! Okay, Leute. Die sind nur zur Seite geflogen. You saved us. Okay, Leute. Wir hätten auch noch was anderes machen können. Wir hätten die wegschleudern können. Was? Okay, machen wir auf. Haben wir da Jank oder was? Ja. Okay, Leute, es wird vielleicht eine schlechte Entscheidung gewesen. Sind das Waffen? Okay, nein, das sind unsere Sachen. Okay. Okay, walkie-talkie. Okay. Was? Ansehen, was ist da? Okay, kann man vielleicht hier aus der Tasche. Kann man aus der Tasche irgendwie was nehmen? Nehmen. Die Leute, vielleicht ist da irgendwas. Ach, der nimmt nur den Sticker mit. Okay, Leute. Okay, wir müssen schnell. Alter, Leute. Ich bin gerade komplett angespannt. Da geht's raus. Ein Wunder, dass dann nicht ganz viel Polizeiwagen kommt. Müssten jetzt nicht ganz viele Polizisten angefangen kommen? Time to go. Okay.
Wir sind gerade noch so entkommen. Nur jetzt haben wir noch mehr Scheiße auf dem Nacken. Aber okay, wenn wir Amerika verlassen, weiß nicht, wie die letzte sind, ob wir dann immer noch durch das dann als Schlimm ist oder nicht. Oh nein. Alter, was geht? Krass, dass wir jetzt so den Aufstand machen. Okay, wir haben auch ein bisschen was übel Sacht rausgehauen. Aber trotzdem. Are we still going to Mexico? Na klar. Ja. Mexiko ist gut. Nowhere else to go. Erstmal aus dem Land verschwinden. Dann sind, glaube ich, nur in dem Land, die Taten wir gemacht haben, da. Ach, 4. Juli. Feuerwerk und Sean, so. It's the 4th of July. Ja, ihr habt ein bisschen Feuerwerk gemacht. First one without Dad. Ja. Okay, er ist bei euch belastet. Remember how he was so in the fireworks every year? Verständlich. He always made us go too early, so we could get a good spot. I know. He was so corny. Yeah. So, he said yeah. He was proud to live in this country. In sehr kurzer Zeit bei passiert. Ja, der Hintergrund ist jetzt nicht ganz so krass gemacht. Wenn man dazu einen Übergang hat. Dann drüber hinweg. Ei, Alter, was war das? Okay, wir sind ja bei der Grenze. Sind wir das neue Loch aufspringen? Shit. Dann Yo. Oh oh. Warum fährst du denn weiter, du Idiot? What are we gonna do? Sean, ich weiß, wie du dich gerade fühlst. Ich bin auch gerade komplett überfordert. Shit, Alter. You know that day? In Seattle? The day Dad was shot? I think about it every day. Was machst du, Sean? And I would give anything to change what happened. Ja. But I can't. Verständlich. Mit euch ist euer ganzes Leben. Und I tried my best. I swear. Sean. Sean, stellst du dich jetzt? I'm so proud of you, Nano. Just like Dad would be. We both learned a lot together. But you can make your own rules now. If we surrender, they will separate us, Daniel. And if that happens, promise me that you will always do the right thing, okay? Don't waste your power. Be smart like you already are. I don't want to be separated. Wir haben keine andere Wahl, wirklich. Alter, wie viele Streifenwagen sind das? Polizist, das will ich gar nicht erst sehen. Whatever happens, always remember that you're Daniel Diaz. Ja. I promise, Sean. Mach keinen Scheiß, Junge. Selbst wenn wir kommen raus. Peng, Chad ist er, Junge. So, how does the story of the Wolf Brothers end? Oh. Now.
Skelette. Bevor du mich gerade weg. Ich möchte das beste Ending raus. Okay. Wenn wir uns stellen. Kann passieren. Grenzbrücke wehren. Dann müssen wir denn jetzt Kraft, ich weiß, was dann passiert. Leute. Ich mache einen risky Move. Weiß ich. Wenn wir die Grenze überqueren, schätze ich, wird Daniel seinen Move machen. Alle da aus dem Weg kommen. Kopf. Können durch. Kopf hinter uns, wird vielleicht in den Wagen schießen. Wenn wir uns stellen, kommen wir in den Knast. Gehen vielleicht in den Großeltern. Oder wenn wir uns stellen, schießen die mich ab. Ich glaube, beides wird scheiß enden. Ah, Leute, bitte stimmt mal ab, wie ihr ihn hättet. Ich weiß nicht, welches soll ich mich stellen? Bei beiden bin ich mir unsicher. Ich glaube, das sind die besten. Leute, damit wir auch noch ein bisschen Action haben, ich überquere einfach. They make it to the other side. What? Bisschen sure? Hoffnung muss da sein. Trust me, okay? Just get us through. Hold on tight. Alter, nein! Was war's? Nein! Oh, I don't wanna! I'm not hurting anyone in hell! Sean! Oh, they're fine! It's too late! They're shooting at us, Daniel! This is the only way! Daniel! Okay, Leute. Ich hoffe nur, sie werden nicht verletzt. I'm sorry, Sean. But I have to go. What? Was? What are you talking about? Don't turn back for me. Daniel, nein. Nein, Leute. Wow. I hope you'll be happy in Mexico. Wehe, du erschießt ihn, wehe. Nein, Leute. Ich glaube, das war es. Nein, das war das Falsche, was ich gemacht habe. Nein. Nein. Leute. Was hab ich getan? Sonst hatten wir immer das gute Ending. Jetzt. Okay. Spawn kann jetzt nicht zurück. Okay. Verstehe nicht, was denn hier gemacht hat. Bereut seine Taten, er möchte halt niemand mehr verletzen. Ich kann nicht fassen, was passiert ist. Alter, wehe, die tun auch denn hier irgendwie. Alter, Lade, komm! Wir wissen, was jetzt passiert. Nein! Hätte ich mich stellen sollen, Leute, ich bereue jetzt. Bei meiner Aktion. Ich glaube, bei beiden Sachen wäre Daniel zu den Großeltern gekommen. Okay, Daniel ist bei den Großeltern. Okay, 1.8.17. Wir wissen ja von seinen Kräften. Okay, wir kriegen zu Weihnachten einen Hund von dem Jahr. Okay, er findet neue Freunde. Ich hoffe, er setzt seine Kräfte nur ins Geheim zu Hause ein und sonst nicht. Okay, 3 Jahre später, also dieses Jahr, was wir haben. Er müsste jetzt 12 sein. Was? Was für eine Bustragödie?
Oh gut, Danny, geht's gut. Okay. Okay, Daniel hört sich um, ist jetzt mit der Mom. Mom's back. Alter, was ist mit Sean? Ja, da ist Daniel, glaube ich, 23, 16. Da ist er 16. Okay. Er kriegt ein Auto. Okay. Nein. Ich glaube, es wäre, glaube ich, im jeden Ende so geworden, wie sie sich getrennt haben. So bin halt, glaube ich, nicht in Knast. Okay. 6 Jahre nach dem Ereignis an der Grenze. Danny ist jetzt 16 und wir sind, glaube ich, 25 oder so. Weiß nicht genau, wie alt Sean ungefähr war. Okay, vom Haus hat sich nicht viel verändert. Was ist eigentlich jetzt mit Layla? Danny könnte sie ja noch besuchen. Ich will wissen, was mit Sean ist. Danny geht zum Glück gut. Er hat einen neuen Hund. Bitte lass die Mushroom gedacht ab. Dann denken an Mushroom. Episode 2. Oh, wie Danny da aussieht. Voller Wack. Ich weiß eigentlich, was jetzt mit den Kräften von Daniel passiert. Ah, da ist unser Opa. Darf Daniel jetzt nicht raus oder ist das was zum Regulieren der Kräfte? Das war der Polizei, dass er nicht raus darf. Ja, was hat er da am Fuß? Alter, können die nicht erklären, was alles los ist? Er hat immer noch das Band. Ich glaube, das ist jetzt so ein Andenken an Sean. Ist das ein Brief von Sean? Ah. Das ist Karen. Die ist bei Mr. Reynolds. Oh, wir waren nochmal die Reynolds. Cassidy war. Oh, ist das jetzt ein Freund? Okay. Was? Alter. Okay, seine Kräfte. Da kann er noch benutzen. Gut. Aber was ist das für ein Fußfessel? Ist das von der Polizei? Dass er nicht raus darf? So halt, so ein Hausfest zugesehen. Was passiert eigentlich, wenn Daniel 18 ist? Kommt er dann für die Verbrechen? Wenn er Kind begangen hat, das? Weil die ja immer noch ausstehen. Warum dann? Was? Alter, was ist mit Sean? Junge. Wie erwachsen denn hier jetzt einfach aus? Die ganze Zeit hat die Dein, Bub, Danny und jetzt. Kann sich was passiert? Und Andenken an Sean. Könnte ich nicht zeigen, was mit Sean ist? Das war's heute. Okay. Das bleibt strange. Gott, Leute. Okay, ich habe nie so ein richtiges Fazit zu den anderen Episoden gemacht, Leute. Okay, gesamtes Game war ein wirklich nice Game, Leute, mitreißend von den Charakteren her,
Was ich ein bisschen komisch fand, bauen die jetzt nicht mehr auf die genauso Sachen von Life Strange 1 eingegangen sind. Ich habe nur einen Beitrag gelesen, dass irgendwie die Geschichte aus erzählt ist von Life 1. Dann Life Strange 3, wenn das kommt, kommen neue Charaktere. Und dann vielleicht nur noch so Crossover-Sachen mit Sean und Daniel. Ja, das Spiel war ein geiles Spiel, mal ein paar Bugs, mal ein bisschen, ja, Sachen, die man jetzt richtig sinn halber verstanden hat. Storyline war cool, warum Daniel jetzt gekämpft hat, wurde nie so richtig erklärt, das hätte ich mir ja auch gewünscht, dass man es irgendwie erklärt. Aber dass wir nur noch Portolobos gehen, die ganze Zeit das Spiel. Naja, okay, man kommt in ein anderes Bundesland. Okay, endlich ging von den Episoden her. Fand ich Episode 3, war jetzt meine Lieblingsepisode. Fand ich jetzt am coolsten. Aber ich fand's cool, wie sich das Spiel immer von den Spielerverbindungen gestiegen hat. Zum Beispiel in Episode 2 kam das mit Schneeballwerf. Danny der Quart das mit seinen Köpfen eingeführt. Episode 2 kam dann so richtig. Messerwerf dazu, Episode 4 im Augen bewegen, Episode 5, oh, was dann nochmal, irgendwas war dann noch. Sonst, die allgemeine Story war eigentlich ganz cool. Ich fand es so schade, dass die letzte Episode 4 so kurz war. Episode 5, naja, war für meinen Geschmack auch kurz, dafür, dass die Finale-Episode war. Ich hätte mir gewünscht, dass Episode 5 irgendwie noch krasser wird, am meisten hingezogen hat, das in Away zu sein. Wir standen ja die ganze Zeit in Away. Das hat sich halt ewig lang hingezogen. Ja, ich hätte mir gewünscht, man kam ja dann direkt zur Grenze und dann nur in den Knast. Ja. Und das war dann die ganze Episode. Naja, die Episoden waren halt schon die ersten Episoden halt 1 bis 3. Waren schon mega cool, 2 ging noch, ich fand vom Spielgefühl halt, dass die viel länger waren. Ja, Episode 5 und 4, naja, ging so, aber für eine Final-Episode halt komplett schwach. Das Ende ging jetzt, weiß ich nicht, wie die anderen Endings geworden sind, Leute. Vielleicht mach ich mal noch Part, wo ich auf die anderen Endings reacte, mir sonst mal von Episoden war. Weiß nicht, weiß noch, was ich Episode 4 gemacht habe. Ja. Das Finale. Ja, Leute, im Großen und Ganzen war das Spiel eigentlich ganz cool. Ich fand es gut, wie die das emotional rübergebracht hatten. Ich habe zum Beispiel mitgefühlt, was ich bei vielen Spielen nicht so habe, mit den Charakteren mitgefühlt. Ende, das war schon so spannend. Ich finde, dass man bei dem Spiel sehr gut mitgefühlt hat mit den Charakteren. Ja, wie die auch manche Sachen eingebracht haben, zum Beispiel mit der Grenze zu Mexiko, was halt nie passiert ist, weil sie genommen wurden, haben die da zum Beispiel eingeführt. Das war ein cooles Appell. Ja, Leute, war cool, die, warum jetzt manche Sachen gemacht wurden, verstehe ich jetzt nicht so ganz. Warum jetzt plötzlich der Polizist einfach am Anfang kam und seinem Vater angeschossen hat. Steht man nicht, was jetzt so genau mit Layla und den Gastcharakteren passiert, wurde halt nie gelüftet, hätte ich mir noch gewünscht und das genau noch erklärt. Erste, die er hat, wo er jetzt heiratet, das wurde halt erklärt, was mit Layla passiert vom Anfang an und ja, aber ich fand's cool, dass man entscheiden konnte, so große Fragen. Es waren Entscheidungen, die ein sehr Spiel aufs Finale auswirken. Cool gemacht. Dass ich so die Entscheidung alle mitwirkt, sondern am Ende noch mal so eine Aufgabe hatte von Daniel und Sean's Entscheidung von den anderen Spielern, wie viel alle gern haben. Das ganze Spielprinzip war cool. Ja. Ich glaube, das war es eigentlich. Part, wenn jetzt der allerkrasseste Spielfahrt. Ich würde dem Spiel eine. Ja, zu sagen.
glaube 7 bis 8 von 10 geben. So eher Tendenz zu 8. War schon cool. Man bist nicht ganz, fand ich so krass durchdacht. Manche dieses lange Warten war, naja, genervt, mal so 4 Monate Abstand. Aber es war cool, weil so waren die Episoden dann komplett neu gemacht und neu entwickelt. Und man konnte vielleicht noch auf die Sachen, was die Zuschauer gesagt haben, eingehen. Das war schon cool. Hat sich etwas hingezogen, fand ich. Aber darauf war der Hype dann auf die neuen Episoden viel größer. Leute, ich hätte mir gewünscht, dass man noch besser speichern kann, weil man immer speichern konnte. Und es so ein Punkt war, das war halt jetzt mit Train. Schwer, das hasse ich allgemein bei Spielen, wenn ich per Hand speichern kann. Ja, im Großgatz war das ein geiles Spiel. Ich habe jetzt eine besondere Nachricht an die Fans. Gesamte Livestream möchte sich aus tiefstem Herzen für glaubliche und Kunstwerke, Geschenke, Landschaften, Theorien bedanken für eure Geduld während dieser Episoden erstellt. Wir waren sehr stolz, euch wieder bereits an Bord zu haben, dass eure Wolfsgeheule weiterhören. Au, au, au! Ich weiß, komplett broke, Leute. Aber, ja, bin ich gerade stehen geblieben. Was? So. Okay, bei der Erstsache sind wir schon bei der Minderheit. Du wolltest die Straßenbrüche durchbrechen und Daniel hat sich geweigert. Okay, du wolltest die Straßenbrüche brechen und Daniel hat zugestimmt. Okay, da haben wir ein bisschen was bei der Erziehung anders gemacht. Du wolltest stellen und Daniel hat zugestimmt. Du wolltest stellen und Daniel hat sich geweigert. Okay, das gab es auch noch. Meistens haben sich gestellt. Okay, verständlich. Ich wollte halt jetzt ein bisschen risky. Du hast Daniel beigebracht, die Regeln der Gesellschaft bestmöglich zu folgen. Habe ich versucht. Du hast Daniel beigebracht, zuerst an sich und seinen Bruder zu denken. Okay. Ich hoffe, er hat beides aufgenommen. So, du hast dich auf Schatzsuche begeben und das Versteck hier gefunden. Du hast dich auf Schatzsuche begeben, die Mission nicht abgeschlossen. Du hast dich weigert, an die Schatzsuche teilzunehmen. Okay, es haben welche wirklich nicht geschafft. Du bist Karen, ist knapp näher gekommen. Du hast insgesamt deine Sicherheit zu Karen und Bud. Ganz gut, ich hätte, dass man die, ganz cool, dass die Mutter dann plötzlich kam und man eine Nähe aufbauen konnte. Du hast Karen eine fürsorgliche Nachricht geschrieben, fand ich eigentlich so als coole Idee noch, bevor man verschwindet. Du hast Karen eine fürsorgliche Nachricht geschrieben, persönliche, halbherzige und keine Nachricht. Die meisten haben auch eine fürsorgliche. Du hast dich von Arthur Stanley verabschiedet. Ja, du hast dich nicht. Okay. Wahrscheinlich die Leute, die jetzt Bude nicht so mögen. Ich habe einfach so, weil es gehört, den Leuten Tschüss gesagt. Du hast dich von Jonah verabschiedet. Ja, man verabschiedet sich eigentlich vor allem. Du hast keinen zum Abschied Abend. Das haben die meisten. Okay, sind dann die Leute, die wirklich keinen Bock auf die Mutter hatten und wirklich Distanz wollten. Du hast eingegriffen, um Diego in der Zelle zu beruhigen. Du hast nicht eingemischt. Ja, es war unnötig, so ein Zähnestreit, weil es bringt denen eh nichts, sie sind eh weiter gefangen. Du hast mexikanische Farbe befreit, du hast die Zähne des Pass. Hä? Ich wollte sie befreien. Ich habe aber nicht gecheckt, wie das ging. Leute, ich wollte sie eigentlich befreien. Du hast Daniel gebeten, die Zähne der Militär zu öffnen. Du hast die Militär nicht befreit. Ja, die hätte ich auch nicht befreit. Wir können weiter schmoren. Du hast Daniel Militär nicht wehgetan. Du hast Daniel gebeten, den Meditation recht. Okay, das hätte man auch machen können. Bei mir kam die Option einfach nicht. Du hast Daniel gebeten, die Zeit töten, um aus dem Revier zu flüchten. Oh, zum Glück, Leute, habe ich nicht die Polizei angewählt. Ja, ich wollte ja niemanden töten. Du hast Daniel nicht gebeten, töten, um aus dem Revier zu flüchten. Ja, ich wollte einfach nur aus. Daniel wurde wegen dem Skorpion geteilt. In Ruhe gelassen. Daniel wurde aber weitergeteilt. Wurde und okay, da wollten Leute Skorpion quälen, das die meisten haben so human geantwortet. Daniel hat Jonas Skulptur nach gebaut. Daniel hat Jonas Skulptur mit seiner Hilfe gebaut. Okay, da war das macht ist wohl die Nähe zu Daniel nicht ganz so da. Er hat Jonas Skulptur ohne deine Hilfe gebaut. Okay, der hat wegen Officer Campbell Verletzung Sorgen gemacht. Daniel hat sich wegen Officer Campbell keine Sorgen gemacht. Okay, gut. Daniel hat noch
ein Herz und ist nicht herzlos. Danny wurde nicht gebeten, die Zelle der Meditation zu öffnen. Danny war bereit, die Zelle der Meditation zu öffnen. Danny hat sich geweigert, die Zelle der Meditation zu öffnen. Ich hatte einfach die Option nicht. Und wenn, er hätte ich die eh nicht aufgemacht. Danny musste nicht auf die Meditanten losgehen. Danny hat die Polizisten bewusstlos geschlagen. Danny hat die Polizisten verlassen, das Gewehr ist getötet. Danny hat die Polizisten in den Schrank eingesperrt. Okay, man hätte sie einsperren können. Okay. Auch cool gewesen, das hätte ich, glaube ich, dann genommen. Die Option. Danny war gezwungen einzugreifen, weil die Polizisten euch zu nahe. Ach, man hätte. Okay, man muss auch schon viel überlegen. Danny hatte kein Problem damit, die Polizisten zu töten. Okay. Danny war zögerlich, aber gezwungen, die Polizisten zu töten. Ja, 1% Danny hat sich geweigert, die Polizisten zu töten. Danny wurde nicht gebeten. Ja. Okay, Leute. Krass. Es ging halt. Waren so Mitte. Vielen Dank für Spielen, dass ihr Sean und Danny auf ihrer Reise begleitet habt. Und danke, Leute, für die Leute, die von Episode 1 jetzt das ganze Jahr Let's Play geschaut haben. Spiele rund um Life Strange und um die Seite kaufen. Besucht. Ja, Leute. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr fandet. Leute, ich werde weiterhin die Firma Square Enix arbeiten, weil mir das Spiel eigentlich gefallen hat. Gab halt so Ecken. Jetzt ganz krass. Oh, Leute, ich sehe der Anfang, wo noch alle leben. So ein. Ja, Leute. Ja. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das Spiel fandet. Ich würde sagen, die Tage kommen noch eine Reaction, glaube ich. Ich mache, glaube ich, eine Reaction auf die anderen Endings, weil es mich selbst interessiert. Glaube euch auch. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, um kein weiteres Business verpassen. Abonnieren. Ich hoffe, euch hat das jetzt Play gefallen. Ich hoffe, ich habe Ending hinbekommen. Und sonst zeichne ciao. Leute.